Heute möchte ich euch eine echte Delikatesse vorstellen. Knusprige Lachsfilets in Panko-Panade mit selbstgemachter Remoulade ohne Mayonnaise und das an Bratkartoffeln. Wie ich dieses Gericht gezaubert habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wie immer zunächst die Zutaten. Für 4 bis 5 Personen braucht ihr folgende Zutaten. Für den Lachs 750 Gramm Lachsfilet, 4 Eier, 4 Esslöffel Mehl, 6 Esslöffel Paniermehl, Panko und Speiseöl zum Braten. Für die Remouladensoße 200 Gramm Creme Fraiche, eine große Gewürzgurke, ein halbes Pfund Petersilie, 1 Esslöffel Senf, eine kleine Zwiebel und Saft einer halben Zitrone. Und für die Bratkartoffeln ein Glas eingekochte Kartoffeln, 150 Gramm Speck, eine mittelgroße Zwiebel und Speiseöl zum Braten. Ihr könnt natürlich auch frische Kartoffeln für die Bratkartoffeln nehmen. Wie ihr Kartoffeln richtig einkocht, erfahrt ihr in diesem Video hier oben. Damit die Remouladensoße schön durchziehen kann, bereiten wir die als erstes vor. Dazu geben wir die Creme Fraiche in eine Schüssel und schneiden die Gurke, die Petersilie und die Zwiebel schön fein. Das wird dann zur Creme Fraiche hinzugefügt. Die Soße wird dann mit Senf, Salz und Pfeffer und Zitronensaft abgeschmeckt. Zum Abrunden der Soße habe ich dann noch ein kleines Löffelchen Agavendicksaft dran gemacht. Jetzt wird der Lachs von der Haut runtergeschnitten, von beiden Seiten kräftig gewürzt und dann in 10 gleiche Teile geschnitten, die aussehen wie Fischstäbchen, deswegen sage ich dazu auch gerne mal Fischstäbchen. Und die werden dann in einer klassischen Panierstraße paniert. Naja, so klassisch ist die Panierstraße allerdings nicht. Ich habe selbstgemachtes Panko-Mehl dazu verwendet. Beziehungsweise Panko-Paniermehl. Wie ihr das in kürzester Zeit selber machen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video hier oben. Die fertig panierten Lachsfilets kurz beiseite stellen und schon mal die Bratkartoffeln in die Pfanne. Dazu als erstes Speckwürfelchen und in Streifen geschnittene Zwiebeln in die Pfanne. Kurz garen lassen und dann gleich die Kartoffeln dazu. Während die Bratkartoffeln langsam vor sich hin brutzeln, ist es Zeit, die Fischfilets in die Pfanne zu bringen. Die werden in reichlich Öl, aber vorsichtig von allen Seiten gebraten. Da ich sehr viele Fischfilets hatte, musste ich etappenweise braten. Wenn alles fertig gebraten ist, kann angerichtet werden. Da ich eine 1200 Gramm große Lachsseite hatte, habe ich den Rest schon mal vorbereitet für ein weiteres Gericht. Dafür habe ich ihn in Würfel geschnitten und schon mal angebraten. Und so sieht das Ganze dann fertig angerichtet aus und ich kann euch sagen, knusprig und sowas von lecker, das müsst ihr nachmachen. Weitere Fischrezepte findet ihr hier oben in meiner Playlist. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.